Spielt man oder spielt man nicht? Eine definitive Antwort gibt es auch heute nicht. Zum Zeitpunkt der heutigen Pressekonferenz des FCE hat das Land Brandenburg noch keine allgemeine Verfügung für Großveranstaltungen erlassen. Beim Verein bereitet man sich deshalb weiter auf die Partie gegen den Berliner AK vor. Was anderes bleibe dem Team nicht übrig. Sehen Sie, wir sind ein Fußballverein und wir haben uns angemeldet für einen Wettbewerb. Und der heißt Regionalliga Nordost. Also unsere Zielsetzung ist, dass wir sagen, wir wollen Fußball spielen. Und es gibt eine ganz klare Regelung für dieses Land Brandenburg. Und das ist im Grunde genommen auch festgemacht. Ich will das mal vorlesen. In dem sogenannten Infektionsschutzgesetz. Das ist ein Bundesgesetz. Ja, und das ist daraus abgeleitet, gibt es die Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung für das Land Brandenburg. Und in der wiederum ist festgelegt, dass die Landesregierung Entscheidungen über Veranstaltungen, die diesen Charakter haben, wie jetzt aktuell, die örtlichen Gesundheitsbehörden entscheiden. Ja, also von der Seite aus gebe ich da auch nicht den schwarzen Peter in dem konkreten Fall ans Gesundheitsamt der Stadt Cottbus, sondern so sind die Regelungen in unserem Bundesland Brandenburg und von der Seite aus gibt es da keinen Bösewicht, egal auf welcher Seite, sondern wir haben eine gesetzliche Regelung und danach haben sich auch Vereine wie der FC Energie Cottbus zu halten. Mit weiter steigenden Fallzahlen werden Spielabsagen aber immer wahrscheinlicher. Viele Sportligen haben ihre Saisons schon abgebrochen. Matthias Aut glaubt, dass das auch dem deutschen Fußball so ergehen wird. Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass es dann auch in der Regionalliga entsprechend dann auch zum Komplettabsagen kommt. Mit welcher sportlichen Konsequenz, weiß ich nicht. Aber bitte notieren Sie es auch gerne. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist weder ein Wunsch noch das, was ich mir als Präsident so unbedingt vorstelle. Aber es war ja auch nach meiner Meinung gefragt. Und da würde ich ganz klar sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, dass das kommt. Auch innerhalb der Mannschaft ist Corona ein Thema. Intern habe man Maßnahmen getroffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Spielabsagen werde man akzeptieren. Für uns ist klar, wir wollen gerne Fußball spielen. Wir wollen Wettkämpfe haben am Wochenende. Die Zuschauer und die Leute, die uns ja jede Woche die Daumen drücken, wollen das natürlich auch. Aber wir müssen dann natürlich auch schauen, wenn eben dann außerplanmäßige Umstände dazukommen, müssen wir uns dem beugen. Und Fakt ist auch eins, wir müssen dann auch unserer Verantwortung gerecht werden und die Verantwortung gegenüber den Menschen. Und das ist dann schon auch ein Stück weit Sicherheit und schon auch ein Stück weit der Fakt, dass wir natürlich auch nicht wollen, dass sich jetzt durch große Ereignisse mehr Menschen anstecken. Und von daher, ja, es ist für uns nicht schön, wenn wir unsere Arbeit nicht machen können, aber wir können es dann letztendlich auch nicht ändern. Präsident Aut betont, dass die Gesundheit von Spielern, Mitarbeitern und Besuchern vorgeht. Gleichzeitig würde jedes abgesagte Heimspiel aber auch einen wirtschaftlichen Verlust von rund 70.000 Euro bedeuten.